Der Stern von Gerold Steiner steht seit jeher für unser Ziel, die einzigartige Qualität unseres Mineralwassers zu fördern und zu wahren. Erfahren Sie jetzt, was Gerold Steiner so besonders macht, und entdecken Sie das Wasser mit Stern. Gerold Steiner ist Deutschlands beliebtestes Mineralwasser. Denn es schmeckt gut und tut gut. Ob als Durstlöscher, als Erfrischung, als purer Genuss, als kurze Pause im Alltag oder zur Abkühlung. Gerold Steiner ist der belebende Begleiter für jede Gelegenheit. All seine besonderen Eigenschaften verdankt Gerold Steiner den Mineralstoffen, die ihm die Natur mitgegeben hat. Mineralien sind für den menschlichen Organismus unverzichtbar und können im Körper nicht selbst gebildet werden. Jeder Liter Geroldsteiner Sprudel oder Medium enthält bereits 2500 Milligramm Mineralien und Spurenelemente, mehr als die meisten anderen Mineralwässer in Deutschland. Zum Beispiel Calcium, wichtig für den Knochenbau, gut für Zähne und Muskeln. Schon ein Liter deckt mehr als ein Drittel des Tagesbedarfs. Oder Magnesium, es fördert die Konzentration, unterstützt den Energiestoffwechsel und ist wichtig für die Muskelfunktion. Ein Liter Geroldsteiner deckt mehr als ein Viertel des täglichen Bedarfs. Das Besondere an Geroldsteiner ist das Verhältnis seiner Inhaltsstoffe. Kaum ein anderes Mineralwasser in Deutschland ist so reich an Calcium und Magnesium bei vergleichsweise wenig Natrium, Chlorid und Sulfat. Zu viel Natrium in Verbindung mit Chlorid lässt ein Wasser leicht salzig schmecken. Zu viel Sulfat verleiht einem Wasser eine leicht bittere Note. Dank seiner hohen, aber ausgewogenen Mineralisierung schmeckt Gerold Steiner weder salzig noch bitter, sondern erfrischend und natürlich. Das spürt man, Schluck für Schluck. Gerold Steiner entstammt einem Quellgebiet, das einmalig auf der Welt ist, der Vulkaneifel. Speziell in der Region um Gerold Stein treffen zwei geologische Besonderheiten aufeinander. Kohlensäure vulkanischen Ursprungs und Dolomit, ein Gestein, das reich an Calcium und Magnesium ist. Aus dieser Kombination entsteht ein Mineralwasser von höchster Qualität. In den letzten 500.000 Jahren kamen in der Eifel ca. 350 Vulkane zum Ausbruch. Auch wenn diese an der Erdoberfläche längst nicht mehr aktiv sind, wird in der Geroldsteiner Mulde tief im Erdinneren noch immer Kohlensäure freigesetzt. Mit dieser Kohlensäure reichert sich Regenwasser auf seinem Weg durch die Gesteinsschichten über einen Zeitraum von 50 bis 100 Jahren an. Ein entscheidender Prozess. Denn erst durch die Kohlensäure kann das Wasser das wertvolle Calcium und Magnesium aus dem Dolomitgestein lösen und aufnehmen. Das so natürlich gefilterte Mineralwasser sammelt sich in einer Tiefe bis zu 200 Meter unter der Erdoberfläche. Und genauso ursprünglich rein wird es schließlich von Gerold Steiner wieder zutage gefördert und direkt am Quellort abgefüllt. Was vor langer Zeit einmal ein herkömmlicher Tropfen war, darf jetzt den Namen Gerold Steiner tragen. So frisch und klar, wie das Mineralwasser aus der Quelle sprudelt, soll es natürlich auch bei Ihnen ankommen. Deshalb wird jeder einzelne Produktionsschritt sorgfältig von den Experten bei Gerold Steiner geprüft. Von der Quelle bis zur Abfüllung, von der Etikettierung bis zur Verladung. In Sachen Qualitätssicherung verlässt sich Gerold Steiner nicht nur auf die strengen gesetzlichen Kontrollen. Zusätzlich zu den regelmäßigen Untersuchungen des renommierten Instituts Fresenius werden täglich bis zu 300 Wasserproben entnommen, um eine gleichbleibende Mineralisierung und Reinheit garantieren zu können. Als natürliches Mineralwasser gehört Gerold Steiner somit zu den am strengsten kontrollierten Lebensmitteln. Die besondere Qualität des Mineralwassers zu wahren, steht für Gerold Steiner schon immer an oberster Stelle, heute wie früher, als alles begann. Ein Rückblick. Im Jahr 1888 stößt der Bergwerksdirektor Wilhelm Kastendijk im Herzen der Vulkaneifel auf kohlensäurehaltiges Wasser. Überzeugt von der außergewöhnlichen Qualität seiner Entdeckung, füllt er den erfrischenden Sprudel zunächst in Tonkrüge,
die Geburtsstunde von Gerold Steiner. Schnell macht sich das junge Unternehmen mit dem Stern als Markenzeichen einen Namen in der Region und schon bald weit über diese Grenzen hinaus. Zur Jahrhundertwende liefert Gerold Steiner bereits die ersten Kisten nach Sydney. Der Beginn der Erfolgsgeschichte Made in Gerold Stein. Eine Entwicklung begleitet von zahlreichen Innovationen. Immer wieder aufs Neue stellt Gerold Steiner seine Rolle als Pionier in der Branche unter Beweis. Ab 1986 das erste Mineralwasser mit reduziertem Kohlensäuregehalt. Gerold Steiner Stille Quelle. Ab 1992 die erste speziell für die Gastronomie entwickelte Gourmetflasche. Ab 1998 die erste leichte 1 Liter PET-Mehrwegflasche. Eine absolute Neuheit auf dem Wassermarkt. Heute ist Gerold Steiner nationaler Marktführer unter den Marken Mineralwässern und gleichzeitig Deutschlands größter Mineralwasserexporteur. Ob in Europa, USA oder Japan. Die einzigartige Qualität des Gerold Steiner Sprudels begeistert Wassertrinker auf der ganzen Welt. Doch nach wie vor ist Gerold Steiner tief in der Eifel verwurzelt. Mit seinen vielen langjährigen Mitarbeitern und Auszubildenden ist das Unternehmen einer der wichtigsten Arbeitgeber der Region. Seit nun mehr als 120 Jahren steht Gerold Steiner für Tradition und Fortschritt, für Qualität und Sorgfalt und ist heute das beliebteste Mineralwasser Deutschlands. Gerold Steiner, das Wasser mit Sternen.